Es war ein historischer Erfolg gestern für die Damen des Mannheimer Hockeyclubs. Erstmals in der Vereinsgeschichte haben sie den deutschen Feldhockeymeistertitel gewonnen. Und da war einiges los auf der Anlage des MHC. Und wir freuen uns sehr, dass die Damen des MHC nahezu komplett jetzt heute hier bei uns in der Sendung sind. Herzlichen Glückwunsch natürlich vom gesamten Ron-Team. Sag mal, wie kurz, wie intensiv war denn die Nacht? Sehr kurz und sehr intensiv. Okay, wir merken schon, die Stimme ist nicht mehr ganz so da. Stine, Kapitänin. Ja, wie habt ihr denn gefeiert? Inwiefern habt ihr Mannheim gestern abgerissen? Also es war auf jeden Fall viel los auf der Anlage. Wir hatten auch super viele Fans da, die noch bis zum Ende auch geblieben sind. Unser DJ hat aufgelegt. Also es war ein guter Abend und auch ein sehr flüssiger Abend. Es war ein guter Abend. Was bedeutet für dich der Titelgewinn? Das ist unfassbar. Ich kann es wirklich gar nicht in Worte fassen. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt an den Moment denke, als das Spiel abgepfiffen wurde und wir gewonnen hatten. Also ich glaube, ihr habt auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Wir werden gleich noch detailliert weitersprechen. Doch zuerst wollen wir mal die Bilder des Triumphs sehen. Es war ja gestern ein historischer Erfolg in Mannheim, denn der MHC hat das Final Four Turnier ausgerichtet, also das Finale um die deutsche Meisterschaft. Und sie waren nicht nur Ausrichter, nein, die Damen und Herren haben beide noch um den Titel mitgespielt und Freud und Leid lagen da nah beieinander. Die Damen haben gewonnen. Die Herren haben den Titel knapp verpasst. Michael Teuke war mit dabei. Viele Emotionen und Riesenjubel bei den MHC-Damen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde eine Frauenmannschaft des Mannheimer Hockeyclubs im Feldhockey Meister. Ich habe noch nicht so richtig Gefühle, irgendwie super schwer das zu ordnen, aber ich bin natürlich sehr, sehr glücklich und auch irgendwo erleichtert, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat. Denn in den letzten beiden Jahren stand das Team von Trainer Niklas Benecke bereits im Finale, musste sich da aber geschlagen geben. Nach einem spannenden Spiel und dem entscheidenden Penalty gab es dann kein Halten mehr. Ja, es ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du denkst, es steht unentschieden, auf einmal liegst du hinten, dann doch nicht. Du musst irgendwie im Fokus bleiben und gucken, dass du, egal wie es gewesen wäre, ich glaube, wir wären trotzdem nochmal zurückgekommen, auch nach dem 2-1. Aber wir nehmen natürlich das Unentschieden gerne mit und dann den Sieg im Penalty schießen. Ja, es tut einfach gut und es fällt ein Riesenstein vom Herzen. Der Siegeswille war da und quasi ungebändigt groß. Nicht nur die Leistung auf dem Platz entscheidet am Ende das Finale. Nerven behalten war angesagt und genau das haben die Frauen des MHC geschafft. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so lange dafür gearbeitet und wir haben so viel wegstecken müssen. Wir haben so viele Finals auch verloren, weil wir vielleicht mental nicht stark genug waren, um so Spiele gewinnen zu können. Aber auch daran haben wir viel gearbeitet und klar, es gibt nichts Schöneres, als sowas auch dem Verein zurückzugeben, der einen so toll unterstützt und den Fans, die auch schon im Viertelfinale uns so unterstützt haben. Und genau diese Fans waren auch im Finalspiel der MHC Männer vor Ort, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Leider ohne Erfolg. Zweimal jubeln hat für die Mannheimer nicht gereicht, denn sie mussten sich am Ende mit 2:3 gegen Rot-Weiß Köln geschlagen geben. Der Sieg der Frauen bleibt allerdings unvergessen. Tolle Bilder, was da gestern in Mannheim abging. Und jetzt wollen wir natürlich noch mehr erfahren über den historischen Erfolg bei uns in stellvertretend Carlotta Lammers, die Torhüterin, und Niklas Benecke, der Trainer. Carlotta, im dritten Anlauf endlich Meister geworden. Wie waren die Emotionen gestern nach Abpfiff? Krass. Also ich meine, das ist das dritte Finalspiel in Folge und wir wussten ganz genau, wir verlieren das nicht nochmal. Vor allem bei uns zu Hause. Und ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz realisiert, bin ich ehrlich. Hat es denn der Trainer schon realisiert? Also Finale auf eigener Anlage. Wie wichtig war das zu Hause, vielleicht endlich nach 2 gescheiterten Anläufen dann mal zu Hause jetzt den Sack zuzumachen? Ach, ich weiß gar nicht, ob es zu Hause so wichtig war. Es war, glaube ich, einfach nur wichtig, dass wir schaffen. Dass es natürlich dann zu Hause war, umso schöner, weil wir eben direkt feiern konnten, ohne irgendwie noch irgendwo hinzueiern. Und daher, ja, sind wir froh, dass wir es einfach so oder so geschafft haben. Die Stimmung ist gut im Team. Also ihr kennt das ja von sämtlichen Sportarten. Da bekommen die Teams, die erfolgreichen Sportler am Ende einen Pokal überreicht. Bei euch war das aber nicht so. Was Pokal hoch! Also ihr habt eine Scheibe bekommen, Carlotta. Erklär mal, was ist da genau passiert? Ja, also das ist eine ärgerliche Geschichte. Wir hätten nämlich gern das in Silber gehabt und so ein Tablett. Aber das wurde leider verloren.
und wir haben kein neues bekommen. Deswegen haben wir uns eins gebastelt, aber es ist fast schöner geworden. Ja, es ist auch sehr originell und egal, ich habe den Titel jetzt, da ist vielleicht der Pokal zweitrangig. Und Carlotta, für dich war es ja auch ein ganz besonderes Spiel. Du bist zum Penaltyschießen, dann ins Tor gekommen. Es war dein letztes Karrierespiel und dann noch deutscher Meister. Also Hollywood kann die Geschichte nicht besser schreiben, oder? Ja, klar, es ist für mich auch cool, dass es so ein Happy End ist, aber im Endeffekt bin ich einfach nur froh, dass ich meinen Beitrag leisten konnte und viel wichtiger ist eigentlich, was die Mädels davor abgerissen haben. Ich meine, ich habe das Spiel nicht gespielt, das hat meine Kollegin Lisa gespielt. Von daher bin ich einfach nur super froh, dass ich auch was beitragen konnte und dass es dann das letzte Spiel ist, ist natürlich klasse Ende, also ja, unfassbar. Unfassbar, Niklas. Beschreib uns mal den Geist der Mädels. Was ist das für ein Team? Warum haben sie es sich jetzt verdient, dieses Jahr endlich diesen ersehnten Pokal nach Mannheim zu holen? Naja, sie haben jetzt schon, seitdem ich da angefangen habe, sehr lange dafür gearbeitet. Sicherlich haben wir hier und da ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, diesmal hatten wir auf jeden Fall auch das nötige Glück. Und irgendwann muss die Gurke halt auch mal rein. Daher haben wir es diesmal Gott sei Dank geschafft. Wir sind endlich belohnt worden durch die ganze Arbeit, die wir geleistet haben. Wie würdet ihr generell die Saison beschreiben? Natürlich, so ein Titel überstrahlt alles in der Hallensaison. Das Halbfinale erreicht Carlotta. Was für ein Fazit ziehst du dann am Ende? Ich glaube, wir haben viel aus der Halle auch gelernt und haben irgendwie auch gelernt, wie man mental in so Spiele geht. Und ja, am Ende sind wir einfach nur super glücklich, dass die Rechnung endlich aufgegangen ist. Ja, und das Geheimrezept ist Knusperkeks-Schokolade. Das müsste der Trainer uns mal verraten. Warum? Das weiß ich auch nicht genau. Das sind Internas aus der Kabine und das ist auch gut so. Ich muss nicht alles wissen. Solange sie auf dem Platz dann immer Gas geben, ist alles gut. Konnte der Trainer denn bei den Feierlichkeiten mithalten? Ich hatte im Vorgespräch erfahren, er hat ordentlich Gas gegeben heute Nacht. Ja, also es war eine gute Party und war unfassbar. Gutes Ende auf jeden Fall. Was ist denn jetzt noch geplant die nächsten Tage oder Wochen? Wie lange wird denn gefeiert? Ich glaube, noch ein bisschen hier und da verstreut sind schon wieder in die Lande in Sachen Nationalmannschaft oder nach Hause. Also sprich, unsere Internationals fliegen dann nach Hause. Ich glaube trotzdem, heute Abend lassen wir es nochmal krachen. Und dann wird sich der ein oder andere Abend bestimmt noch ergeben, wo wir bestimmt nochmal zusammenkommen und zusammen feiern. Und lasst uns vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick auf die kommende Saison wagen. Steht da jetzt die Titelverteidigung im Fokus oder wie geht denn die neue Spielzeit? Ja, gute Antwort da hinten. Genauso ist es. Ich meine, wir haben diese Saison kein Spiel verloren. Wir haben sogar einen Unentschieden gehabt. Vielleicht ist ja das Ziel sogar, jedes Spiel zu gewinnen, übertrieben gesagt. Nee, also letztendlich wollen wir natürlich wieder oben angreifen. Wir haben nächstes Jahr Gott sei Dank auch an Ostern dann die European Hockey League zu spielen. Das ist unser Debüt dort auf der Bühne und da wollen wir uns natürlich auch super präsentieren. Und da haben wir, glaube ich, alle schon mega Bock drauf. Dann wünschen wir noch super feuchtfröhliche Feierlichkeiten. Genießt den Titel. Vielen Dank für euren Besuch und nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen zum deutschen Meistertitel. Dankeschön. Ja. Aber ich bin deutscher Mann! Ja.